Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Star Wars Galaxy of Heroes. Ja, zurzeit ist ja alles eingepackt, bald ist der Umzug und ich habe mir gedacht, ey, ich habe da ein Handy, kann man auch Videos machen und ich suchte gerade hier so ein Star Wars Game am Handy, das macht mega Laune. Ich bin jetzt fast Level 80 und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal ein paar Videos. Ich kann natürlich auch Tipps und Tricks sagen und wenn ihr Bock habt, mehr zu sehen, dann mache ich das natürlich. Ihr seht schon hier, ich habe einen Haufen, mein stärkster ist zurzeit Boba Fett. Mit 12.045 Stärke. Ziemlich viele auf Lila. Bin gerade dabei, die ein bisschen auszubauen, alle. Und wir sind gerade bei dem hier, wo ich jetzt erstmal noch ein bisschen was kaufen werde. Und zwar brauche ich hier die Computerteile. Und da werden wir doch jetzt mal ordentlich wieder ein bisschen was reinpacken hier. Weil, wenn ich dann hinter ein Level ab habe. Und wir haben gerade Bonus plus 2. Es gibt dann auch nochmal richtig Kohle. Toll, ich habe gar nichts. Komm, ich will die Dinger haben hier. 22 brauche ich. Oh Mann. Mal gucken, wie lange das dauert, bis wir dann endlich Level. Ja! Level 80! Yay! Saugeil. Jetzt gibt es nochmal Bonus hier. Und 8. Vier Dinger noch. Die kriegen wir auch noch zusammen. Die kriegen wir auf jeden Fall noch zusammen. Ja. Komm. Gib Gas. So, 2 noch. Immer rein da. Bam, haben wir auch noch. Super. Jetzt müssen wir mal gucken. Können wir schon reinhauen. Zack. Und Upgrade. Bam, wieder einer auf Lila. So gefällt mir das. So gefällt mir das. So, jetzt müssen wir mal gucken, weil ihr wisst, bald ist es soweit. Oh, ich habe einen Erfolg. Und zwar 5 Darth Vader. Nehme ich. Ist gekauft. Und noch ein bisschen Geld verdienen, dann kriegen wir den nächsten. Ihr seht schon richtig coole Erfolge, die man hier haben kann. Und zwar ist bald ein Event dran. 14 Tage. Und zwar gibt es wieder Imperatorpunkte. Und dazu brauchen wir, teste deinen Rebellendruck gegen den Imperator. Und ich brauche Rebellen auf Stufe 5, damit ich überhaupt noch weiter kämpfen kann. Bedeutet, wir gehen hier auf Rebellen. Und dann seht ihr schon, ich habe Luke Skywalker auf 5. Bix habe ich auf 5. Im Endeffekt habe ich nur 2 auf Stufe 5. Und ich bin gerade dabei, den Roboter und den Admiral Akbar und den Ezra Butcher hier, Ezra Butchka, auf Stufe 5 zu bringen. Und das machen wir hiermit. Und jetzt haben wir ja gerade den Bonus. Das heißt, wir kriegen 4 noch 20 von den Punkten. Und dann haben wir den auch auf Stufe 5. Dann habe ich schon mal wieder einen mehr. Das ist genau das, was ich möchte. Super. Super, super. Und ihn hier, den müsste ich noch ein bisschen Level höher machen. Dann können wir den auch noch verbessern. Und zwar Stufe 62. Können wir, glaube ich, sogar. Bam, hauen wir direkt drauf hier. So, Stufe 62. Zack, rein, ausrüsten. Bam. Und wieder stärker gemacht. Schön. Super, super. Läuft doch. So, jetzt müssen wir gucken. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen von den Punkten. Dann gehen wir noch mal kurz gucken. Ich möchte auf jeden... Oh, wir haben wieder was von diesem Super-Bonus. Stufe 7, den haben wir hoch hier. Der schöne Imperator ist richtig cool hier. 5 brauchen wir, 80 belegt das Ziel mit Entblößen und löst bei einem kritischen Treffer einen zusätzlichen Schaden über Zeiteffekt aus. Bam, Homer. Super geil. Immer gleich direkt 11.000 Schaden hier, Stärke. Ist ja direkt wieder hochgerutscht. Jetzt können wir natürlich auch mit Level 80, können wir die natürlich alle tunen, aber so viel Geld habe ich leider nicht. Ich habe ja schon ziemlich viel abgeschlossen, wie ihr sehen könnt. Bald gibt es auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen. 500 Punkte. Können wir mal gucken, aber ich habe hier eigentlich alles. Brauche ich eigentlich gerade gar nicht so, was ich hier so abziehen kann. Hier kommen wir später dann auch wieder. Das ist von den Arena-Kämpfen. Ein paar Schiffe muss ich noch. Hier ist ganz cool. Hier gibt es auch immer Darth Vader-Punkte, aber ich habe leider, mir fehlen ein bisschen was. Kriege ich wahrscheinlich nicht mehr zusammen. General Grievous habe ich auch schon. Der ist richtig cool, sieht er aus hier. Den tune ich jetzt auch mal direkt hier. Ich werde irgendwann mal so eine Druidenarmee zusammenstellen. Vielleicht kann ich den ja noch ein bisschen pimpen hier. Wird mir auf jeden Fall gefallen. So. Zack. Komm, hau rein. 2 gibt es direkt. Reicht das schon? Yes. Tada. Bam. Oh, komm mal schon fast wieder. Bei den General Grievous will ich auf jeden Fall später, wenn ich eine Druidenarmee habe, vollständig haben. Ich glaube, der geht gut ab.
Und 20 von den Computern schon wieder. Machen wir nochmal 5 rein hier. 2 Computer kriegen wir. Naja, besser als nichts. So, jetzt haben wir noch ein paar Kristalle. 1700. Können wir dann hier. Also in diesen Bonuspunkten meine ich. Können wir uns auf jeden Fall nochmal welche losschicken. Ja, schönes Ding. Und dann werde ich euch immer wieder mal ein bisschen was zeigen. Galaktischen Krieg, Weltraumkampf. Oh, da haben wir Roboter. Cool. Können wir direkt mal gleich einen Stern hochpacken hier. Weiß nicht, wenn es noch reicht vom Geld her. Ja, wo ist er denn da? Und zwar auf... Oh, 100.000. Ach, guck mal hin. Machen wir direkt. Bada! 4-Sterne-Roboter. 2.100. Cool. Und ihr seht schon, da ist der General Grievous. Schon geiles Ding. Schon geil. Na, ich habe schon ordentlich, sag ich mal, Darth Vader haben wir auch. Ich freue mich schon, wenn wir den auf Stufe Stern 7 haben. Richtig geil. Super. 81.000 haben wir noch. Und wie gesagt, bald geht's ab. Wir können ja mal einen Arena-Kampf machen, wenn ihr wollt. Obwohl der ziemlich schwierig ist. Ich bin gerade zur Zeit auf, mein Rang ist 1058, Preisrang. Und ich bekomme immer, ups, falsch, hier, 1000 zwischen 2 und dann kriege ich immer 300 und 40 Kristalle. Wäre natürlich cool unter 1000, dann kriegen wir 400. Aber das ist gar nicht mehr so einfach. Das ist wirklich nicht mehr so einfach. Guck mir immer hier so an und die haben manchmal so Kombinationen, da kannst du machen, was du willst. Die töten dich. Aber der auch da, der ist einfach zu stark. Obwohl die gar nicht so, na, wir versuchen es mal. Wir probieren es mal. Ich habe jetzt einfach meine Stärksten drin. Als Anführer habe ich den Sidious. Einfach weil der kritischen Schaden nochmal austeilt. Als Anführer. Macht natürlich Sinn. Okay, wir töten erstmal den, der macht mir nicht übelst zu Schaden. Das Problem ist, die Gegner fangen meistens immer an. Ich weiß nicht warum. Die dürfen immer anfangen. Und dann kann ich schon nichts mehr machen. So, heim. Muss auf jeden Fall den auf den Tank angreifen lassen. Den Angriff rein und aus. Jetzt mit diesem Zeichen, dass der Typ auf dem Kopf hat, halt, der kann sich nicht heilen oder geheilt werden. Ist ganz gut. Na, oh, ich treffe auch nie, ne? Ist ganz schlimm. Mein Gott. Ja, der kommt immer wieder, das ist schon ganz gut. Und der muss weg. Ja, ich habe einen Grafikbug drin. Ich hoffe, ich krieg nachher dadurch ein paar Kristalle geschenkt. Ich weiß nicht warum. Ihr seht, dass manche Schüsse total mega verpixelt sind. Ist aber auch erst seit gestern. Also ich hoffe, dass ich dadurch ordentlich erstmal wieder was erkennen würde. Ob ihr das auch habt, könnt ihr mir mal reinschreiben. Mein Gott, aber es ist cool, wie oft der wiederkommt. Mein Gott, wieso geht's nicht kaputt? Krass da aus, ehrlich. Mann. Da ist ein Helm. Da ist der Grafikfehler. Oh, ich bin irgendwie Wahnsinn, ne? Weil wir auf die Tüter kommen. Jetzt komm, auf ihn drauf. Bum, bum, der macht nämlich 2 Schuss. Oh ja, das ist schwierig. Der Boba-Shot ist schon eine Legende. Komm. Ja, kann ich heilen, das geht. Boah, ich treffe ihn nicht. Ich raste aus, ich hasse es. Ich hab keine Chance. Ey, dass die immer daneben schießen, ne? Ich hab die voll gepumpt mit allem Zeug, was es gibt, ja. Aber, alles egal. Macht nichts. Ist eh wurscht. Muss erstmal gucken, dass ich stärker werde. Das ist alles noch zu schwach. Ich muss auch bessere haben hier. Darth Nibius und so, die haben voll die krassen Sachen. Ich weiß gar nicht, wo kann ich denn meine Gesamtstärke nach? Doch, das war auch hier, ne? Meine Stärke sind 57.624. Krass. Ja, Galaktischer Krieg und so habe ich auch schon alles erledigt, soweit es gegangen ist. Und ich werde jetzt öfters mal ein paar Videos machen, dann zeige ich euch das, wenn euch das gefällt. Auch Weltraumkampf können wir gerne mal machen. Ich habe sogar noch 2, dann nehmen wir nochmal einen. Nehmen wir mal, guck mal, 86.000 haben wir. Der hat schon 96.000. Mal eben so 100 mehr. Das war schon 100.000. Wieso sind die alle so stark? Ich komme da mit meinen 86.000. Das ist ja lächerlich. Lächerlich! Ja, das macht überhaupt nichts. Guck dir mal den Schwächer an. Der hat
Und dann, ich hab genau 114, da haben wir 13 und trotzdem so viel. Jetzt greifen wir einfach mal, oh, die haben voll die starken. Stufe 80, was für Schiffe. Aber egal, wir greifen den jetzt mal. Das sind meine Schiffe hier. Ganz oben ist die Salva 1. Das ist die von Boba Fett. Das ist ein richtig cooles Schiff. Und gefällt mir nicht ganz gut. Das ist mein stärkstes. Und da muss ich natürlich auch noch kommen. Man ist halt sehr am Anfang. Ne? Es dauert halt ewig, bis man sich hier aufbaut. Oder man kauft. Aber ich bin jetzt nicht so der Käufer, der da die ganze Zeit kauft. Deswegen dauert es halt noch länger. Auch noch mehr. Ja, noch mehr. Aber diese komischen Pixel-Dinger da, die habe ich auch im Weltraumkampf. Keine Ahnung, ich hoffe, dass das irgendwann mal wieder weg ist. Da haben wir es wieder. Geil, ey. Aber manchmal kriegt man dann immer als Belohnung, da oben steht, kriegt man dann, sag ich mal, ein paar Kristalle geschenkt. Kann ich gar nicht sagen, warum ich da so einen Scheiß habe. Ich bin mal gespannt, ob ihr das auch habt und ob das auch wieder weg ist. Ich muss das deinstallieren oder neu installieren wahrscheinlich. Yeah, diese geile Grafik. Macht wieder. Mann, die weichen immer aus. Ne? Ist egal, ob im Bodenkampf ist oder im Weltraum, die Typen, die können immer ausweichen. Gar kein Problem. Aber ich bin schon ziemlich hoch. Naja, vom Rang. Also ich krieg schon meine Punkte. Kann ich mich nicht beschweren. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Schiffe einfach noch zu schwach sind. Voll drauf hier, voll drauf! Gerade mal 6500 Schaden oder so. Oh, das tut die nicht kaputt. Mann, diese Scheiße. Ja, da haben wir einen. Aber das Spiel ist schon super, ne? Ist schon echt klasse. Alarm, Alarm, ja, ja. Oh, oh, oh. So, den greifen wir jetzt an. Den da am besten, da ist ein, oder? Den da? Den. So, ich will auch. Du brauchst nie einen. Verstehe ich nicht. Ja, dann greifen wir da an. Da haben wir schon einen gespielt. Vielleicht gibt es eine seismische Bombe, aber ob ich noch überleben werde, ist die andere Frage. So stark, ich geh das nicht. Guckt euch das an, die haben alle Schild. Wahnsinn. Wahnsinn. Boah, auf jeden Fall bessere Schiffe. Komm mal, was wolle. Ja, jetzt kann ich auch mal einen neuen Schiff rufen hier. Bam. Und das ganze Schiff hier. Oh nein, bitte, mein Schiff. Ja, seismische Bombe für euch. Liebe es, sieht immer cool aus. Das war natürlich jetzt der Untergang, aber egal, wir haben es noch gesehen. Ich werde die Runde verlieren, kann ich euch schon sagen. Die Schiffe sind einfach zu krass. Schaut euch mal den Schaden an. Na, tut mir leid, das mit dem Pixel. Ich habe das auch seit gestern, sonst hatte ich das nie. Da kam ein Patch, und dann habe ich das. Ich hoffe, wie gesagt, dass die so eine Entschuldigung für Kristalle schicken. Und ob das wieder weggeht, könnt ihr mir auf jeden Fall mal sagen. Habe ich aber auch nur bei Kämpfen. Ja, ich werde eh verlieren. Macht doch nichts. Ja, gibt es. Boah, ich schütze ihn. Ah, komm, mach kaputt. Bam. Wenigstens haben wir noch ein Schiff weggeklappt. Oh, jetzt kommt der Finisher. Jetzt bin ich tot. Ich hab den auch. Die Gegner, also wenn ihr fightet, müsst ihr euch merken, die Gegner haben meistens immer Vorrang. Also es ist selten, dass ich mal als erstes meinen Finisher machen darf, aber ist egal, Rang 114 ist gut. Ich kriege dadurch, kriege ich noch Preise, 1200 von denen, also ist schon ganz ordentlich, und 80.000 von den Punkten, wo ich dann meine Raumschiffe zum Leveln bringe. Ja, wie gesagt, Level 80 und Erfolg. Ich werde jetzt immer mal wieder, bald kriege ich noch hier, habe ich 100 Millionen Großverdiener, da kriege ich dann auch noch 50 Kristalle und so. Da kriege ich dann auch meine Kristalle mal her. Und dann zeige ich euch ein bisschen was, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Mir macht das Spiel sehr viel Spaß, wenn ihr Fragen habt und so. Tipps und Tricks, gar keine Frage. Und dann kommt auch Gilde, da können wir bald mal hier auf Gilde gehen.
von Baldwaite. Ja, und wir sparen jetzt gerade für den Ebene 4. Und wie gesagt, das ist eine richtig geile Sache. Fehlt nicht mehr viel. Da kann ich euch natürlich auch mitnehmen. Und freue ich mich schon drauf. Ja, gebt mir Feedback, wie ihr es findet. Das Spiel, ob ich davon ein bisschen mehr machen soll, bis zur Überbrückung, bis jetzt bald dann wieder richtig losgeht mit YouTube. Mache ich dann am Handy ein bisschen was. Wenn ihr mehr sehen wollt, sagt ihr Bescheid. Ich bedanke mich, euer Rivano. Bis dann. Ciao.